Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Und wir sind wieder mal auf der Zielonka unterwegs mit dem Fiat Agri. Und zwar jetzt bereits im Mai und der Aussaat. Wir bringen hier auf den Feldern jetzt hier unsere neuen Feldfrüchte aus. Und dazu gibt es einige wichtige Erkenntnisse, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, denn der gute Sens hatte im Prinzip recht. Er hat es dann schon erkannt, dass es einen Unterschied macht, ob wir hier mit den Dämmen arbeiten oder nicht. Und das werde ich euch dann gleich an der nächsten oder im nächsten Feld zeigen. Jetzt warten wir aber erstmal, ob hier der Agri mit der Saatmaschine, die hier 6 Meter breit ist, die habe ich mir nämlich dann jetzt gegönnt für die Aussaat. Ob das hier jetzt sauber funktioniert, denn interessanterweise hat er, glaube ich, irgendwie einen Versatz drin. Das sieht man dann eben, wenn man mit der Maschine drüber fährt, dass dann immer irgendwie, ich glaube, ein bisschen auf einer Seite es nicht genau passt. Okay, so. Auch interessant und spannend ist es, dass der ja ganz, ganz kleine Saattanks hat. Und man sieht es ja auch rechts unten, wir haben, glaube ich, hier gerade mal so 14 Liter oder irgendwas sind hier drin und er braucht da nur ganz, ganz wenig hier zum Verteilen der Saat. Okay. Jo, so, hier haben wir unseren John Deere bereits mit laufendem Motor und da habe ich mir eine Hacke gekauft oder Harke gekauft aus dem Grimme-Pack, 6 Meter. So, dann passt das nämlich. Und hier habe ich ja bereits die Kartoffeln angesät, die zweite Bahn Kartoffeln. Wieso eine zweite Bahn? Das werde ich auch gleich nochmal auflösen. Auf jeden Fall sieht man hier das Unkraut und da fahren wir jetzt mal mit der Hake drüber und entfernen dieses. Jo, und da verschwindet es auch schon. Ja, warum hier zwei Felder bzw. zweimal hier angesät? Wir haben also rechts schon eine andere Wachstumsstufe als hier links. Einfach mit dem, oder hat den einfachen Grund, dadurch können wir praktisch über mehrere Monate immer etwas ernten und dann nämlich auch in die Produktionen geben, weil wir werden ja das Material nicht verkaufen, sondern in die Produktionen geben und ihr wisst ja, die Produktionen, die arbeiten dann das Material Stück für Stück ab, also macht es eigentlich auch wenig Sinn, hier gleich die Lager voll zu packen. Okay. So, also wie gesagt, das Thema Unkraut. Aber da will ich jetzt erstmal schauen, wie weit er hier ist. Er ist fertig und deswegen fahren wir mit dem zum nächsten Feld, zur Aussaat, wo ich euch dann gleich was zeige. Aber ich muss nochmal ein Auge werfen auf den Johnny. Yep, er macht es richtig, denn da muss man auch sagen, das ist wegen merkwürdig hier. Also er fährt nicht immer die Bahnen komplett durch. Also da muss man immer ein Auge drauf werfen, wie er hier agiert. So, aber ich denke, das sollte jetzt einigermaßen klappen. Ihr seht übrigens auch hier auf dem Kartoffelfeld, dass da immer wieder Bahnen zwischendrin frei sind. Also irgendwas scheint da ein bisschen zu sein mit dieser Saatmaschine, mit der Kartoffelaussaatmaschine. Der fährt mit dem Helfer, ja, und jetzt hier genau das Phänomen wieder. Er wendet schon mal und fährt wieder ganz woanders hin. Okay. Also, er fährt jedenfalls mit dem Helfer immer, ich will es mal so sagen, Kurven. Also, der bleibt nicht so richtig in der Spur. Er fährt doch relativ große Schlenker und dadurch kommen halt immer diese entsprechenden, ja, leeren Flächen, diese, wo nicht ausgesät wurde, eben zustande. Okay, müssen wir mit leben, wenn wir mit dem Helfer arbeiten. Aber ich denke jetzt auch wirtschaftlich wird es uns jetzt nicht das Genick brechen. Also, ich lasse den jetzt mal von hier fahren. Weil wir uns mit dem Fiat jetzt zu dem wichtigen Teil des der heutigen Folge, nämlich mit der Erkenntnis des Tages, beschäftigen wollen. Denn wie der gute Sens ja schon vermutet hat, beziehungsweise auch schon festgestellt hat, macht es einen Unterschied, ob ich für die neuen Feldfrüchte eben das Feld vorbereite mit der Fräse oder eben nicht. Das gilt übrigens nicht jetzt eben für hier diese Kartoffelaussaat. Oh, da steht der Fendt noch ein bisschen im Weg. Sondern wir sprechen jetzt ausschließlich von den neuen Feldfrüchten, die hier mit dem neuen Premium-Paket gekommen sind. Nämlich die Pastinaken, die rote Beete und eben auch die Karotten natürlich. So, ich habe jetzt hier auch unterschiedlich angesät und dieses Feld hier war ohne
Wie gesagt, ohne Damm. Und da drüben das Feld, das habe ich mit Damm. Ihr seht es ja, hier haben wir die Dämme und hier habe ich die Karotten angesät mit dem Damm. Und Tatsache, es ist so, hier ist kein Unkraut gewesen und da drüben muss ich Unkraut entfernen. So, das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn wir jetzt hier nämlich die Karotten ansehen. Der zweite Teil der Karotten sozusagen. So, dann schauen wir mal. Also wie gesagt, man kann die neuen Feldfrüchte direkt aufs Feld bringen, ohne diese Dämme vorgemacht zu haben. Aber ohne Dämme haben wir dann Unkraut. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich da ein bisschen dicht dran bin, aber ist auch egal. Wir werden ja trotzdem den Unterschied sehen. Und ihr seht es hier, da zeigt es bereits an, Unkraut wachsend mit Hacke muss ich hier rangehen. Und hier habe ich eben schon dran gearbeitet. Hier haben wir schon mit der Hacke das Unkraut entfernt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist definitiv hier die Felder düngen. Und da bin ich jetzt noch am Überlegen, ob wir da noch warten ein Jahr, bis dann praktisch überall ein bisschen was gewachsen ist, beziehungsweise auch angesät ist, damit wir überhaupt wissen, wie viel wir hier dann düngen müssen. So, okay. Ja, weil ich würde jetzt dann nur noch diesen Teil hier jetzt erstmal ansehen, denn für die neuen Feldfrüchte haben wir im Prinzip 3 Monate Zeit. Dann habe ich hier 3-mal Feldfrüchte und kann dann auch in der Ernte in 3 Monaten das entsprechend auch ernten. Und so haben wir immer wieder ein bisschen Material für unsere Fabriken, für unsere Produktionen. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen Sinn. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, jetzt auf einem Feld hier, dann hat man natürlich immer zwischendrin irgendwo ein bisschen was frei, so wie hier. Aber nun gut, ich glaube, damit können wir am Anfang leben. Später, wenn wir mehr Felder haben, kann man natürlich dann praktisch immer ein Feld. Und das bietet sich ja vor allen Dingen hier oben an, bei diesen vielen, vielen kleineren Feldern. Dann nimmt man immer ein Feld für die April, Mai, Juni, Aussaat im Prinzip, Juli. So, okay, nee, Juni. Augenblick, wir schauen nochmal in die Karte. Natürlich Mai, Juni, Juli. Nein, April, Mai, Juni, so ist die richtige Aussaat und August, September, Oktober, teilweise im November kann man dann ernten. Gut, das ist die Idee. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, man muss immer ein bisschen Auge auf die Jungs werfen, nicht, dass sie dann plötzlich wieder woanders ansehen oder irgendwo drüber fahren, aber das hat hier der Fiat ordentlich gemacht, das passt. Aber trotzdem sieht man, dass es da immer irgendwie, ja, ja, er fährt schon ein bisschen Kurven, muss man einfach sagen. Wenn man links unten reinschaut, dann ist er jetzt bei 89,2. Dann geht er jetzt wieder hoch auf 90,2, 90,7. Also das ist so ein bisschen der Grund, dass er hier ziemliche Kurven fährt eigentlich und nicht gerade über die Bahn. Und deswegen haben wir da immer diese kleinen, ja, Schlenker drin. Okay. Eine Bahn machen wir ja definitiv. Ne? Machen wir vielleicht 2. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt zu ihm hier. Stopp. Quatsch. Wir müssen ja hier nochmal gucken. Hier ist ja irgendwo noch jede Menge Unkraut drauf, weil das ja nicht runtergenommen hat. Wo muss ich denn jetzt nochmal hinfahren? So. Hier spielt die Musik. Unkraut. Haben wir tatsächlich das ganze Unkraut runter? Das wundert mich jetzt aber schon ein bisschen. Ja, sieht aber anscheinend so aus, als wenn kein Unkraut mehr auf dem Feld wäre. Okay. Hat er das jetzt dann doch irgendwie alles runtergenommen? Okay. So, also das Kartoffelfeld, das müssen wir ja nicht mehr düngen. Da hatten wir ja die Düngeausbringung bereits. Die Düngeausbringung bereits bei der Ansaat. Die Maschine hat ja ein Düngeteil mit drin. Aber bei unseren neuen Feldfrüchten, da müssen wir definitiv nochmal ran. So. Dann stellen wir das mal hierher. Für den Moment brauchen wir das nicht. Okay. Achtung, wir machen jetzt Folgendes. Mal schauen, ob das so passt. Dass der praktisch hier am Damm entlang fährt.
Jo. So, jetzt muss ich nochmal checken. Und zwar haben wir hier, genau, da haben wir noch ausgesät. Dann haben wir jetzt hier unseren zweiten Teil Karotten. Hier haben wir unseren zweiten Teil Pastinaken. Und da oben machen wir die rote Beete. Okay, da müssen wir also noch Aussaat machen. Und dann können wir hier schon mal anfangen zu düngen. So, da müssen wir mal schauen. Bodenart, pH-Wert, Stickstoff. Ja, also hier müssen wir düngen, da müssen wir kräftig düngen. Das Feld haben wir gedüngt, das Feld ist gedüngt und hier auch. Übrigens, auf dem Feld, wo wir ja, was haben wir denn da aufgebracht? Ich glaube, Hafer, genau, da mussten wir ja auch Unkraut entfernen. Das ging übrigens auch mit der Hacke, gar kein Problem, solange wir in der ersten Stufe des Wachstums sind. So, er packen wir ein. Dann stellen wir mal um auf rote Beete. Dann fahren wir mal rüber. Und wenn wir da rüber fahren, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen, habe ich ja noch mal ein bisschen was eingekauft. Man sieht es auch oben am Kontostand, dass der doch wieder ein bisschen runtergegangen ist. Sudele, das Grasfeld ist nächsten Monat dran, aber Gras ist jetzt eigentlich überhaupt gar kein Problem. Deswegen bin ich auch fast nur überlegen, ob wir dann, wenn wir es geerntet haben, da auch noch eine Frucht ausbringen. Möhren oder so. Denn, ja, wie gesagt, Gras haben wir jede Menge für unsere Schafe. Die erste Wolle habe ich auch schon verkauft, hat knapp 10.000 gebracht. Und dann bin ich eben los zum Händler und habe nochmal ein bisschen was eingekauft, weil ich mir gedacht habe, so, dann haben wir immer hier ein bisschen was zu tun, weil das, wir werden immer Paletten spawnen. Und dann habe ich eben hier diesen Stapelgabler geholt und hier diesen Transportwagen. Und dann können wir dann immer wieder hier entsprechend schon mal vorbereiten für den Verkauf. Ja, da wird uns der Manitou mit Sicherheit ja auf jeden Fall gute Dienste leisten. Die andere Geschichte ist natürlich für den Trecker. Das ist dann fürs Feld, wenn wir aufladen. Aber an den Produktionen bietet es sich natürlich immer an, wenn man schon einen Gabelstapler vor Ort hat. So, dann bringen wir jetzt mal die rote Beete noch aus. Und da bin ich jetzt auch gerade am Überlegen, ob wir... Doch. Wir machen zwei Bahnen. So. Jetzt ist es ja so, ich habe hier die 6 Meter Saatmaschine geholt. Man kann natürlich mit der Dampffräse, man kann die 3 Meter Fräse holen und da gibt es dann eine 3 Meter Saatmaschine und dann kann man praktisch in einem Durchgang sowohl die Dämme als auch eben dann die Aussaat machen, aber eben dann nur mit 3 Metern und braucht natürlich auch ein bisschen PS. Apropos PS, ist es euch sicherlich aufgefallen, in der letzten Folge haben wir ja eben, jetzt schauen wir mal, hier dieses Feld hier ja angesät und da hatte ich ja diese Saatmaschine aus dem Shop, die ich günstig gekauft habe. Was haben wir hier nochmal angesät? Ja, natürlich der Hafer. Und da habe ich eben diese Saatmaschine, wo ja eine Kreiselecke mit dran ist. Und da habe ich total verpennt. Also mir kam das so komisch vor, dass der Fendt so unheimlich langsam übers Feld gefahren ist von der PS-Zahl. Und ich hatte natürlich nur die PS-Zahl im Auge für hier praktisch den Vorderteil und nicht eben für hier für die Kreiselecke. Natürlich braucht das gesamte Gespann, ich weiß es jetzt gar nicht, 160 PS oder so oder genau 140 PS. Ja, also wir haben hier die Saatmaschine und eine Kreiselecke vorne mit dran und das braucht 140 oder irgendwas. Also es war gerade mit dem Fendt so am Rande. Ich habe dann das Ganze ausgetauscht gegen den John Deere, der hat 190 PS und der ist natürlich dann mit seinen 10, 11 km/h übers Feld gefahren. Das war natürlich deutlich besser. Also wem das aufgefallen ist, natürlich klar, ich habe im Shop falsch geguckt, habe nur die 50 PS gesehen. Für die Saatmaschine, den Tank und nicht die Gesamtkombi im Auge gehabt. Okay, so, wir müssen jetzt gleich noch düngen, wenn wir hier übers Feld gefahren sind. Wir machen nur diese zwei Bahnen.
Und da bin ich jetzt ein bisschen auch am Überlegen. Wir haben ja unseren, da steht er auch schon, den Düngestreuer. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir das Ganze hier jetzt auf sicherheitshalber auf Pflege umgehen. In der ersten Wachstumsstufe war es ja noch kein Problem. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass das eigentlich noch kein, dass das mit Fruchtzerstörung gar nicht so relevant ist. So, wie weit ist er? Ach, jetzt ist er auch noch leer. Mann, Mann, Mann. Okay. Jetzt ist er tatsächlich auf die letzten Meter leer gegangen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der wirklich... Hä? Kann es sein, dass man für rote Beete deutlich mehr Saat braucht? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich dachte, wir hätten noch jede Menge Saat drin. Naja. Dann füllen wir das Gerät erstmal auf. Ach, auch hier ein kleiner Tipp an alle, die mit dem Grimme-Pack arbeiten. Also mit der Saatmaschine, die ich verwende aus dem Grimme-Pack. Weil das könnt ihr ja auffüllen, entweder mit Saatgut oder eben mit Kartoffeln selber. Und wenn ihr hier die Kartoffeln... Noch ein Stück? So. Und wenn ihr hier mit Kartoffeln nachladet, also ich empfehle euch mit Kartoffeln, weil das scheint deutlich günstiger zu sein. Hier war es jedenfalls so bei der Füllstation, dass wir für Kartoffeln, glaube ich, knapp 60, 70 Euro bezahlt haben für die 500 Liter. Aber Saatgut waren es dann über 300 Euro. Naja, fällt jetzt nicht so ins Gewicht bei der Menge. Aber man muss ja trotzdem für das Feld, also ich glaube 5 oder 6 Mal musste ich hier die Saatmaschine auffüllen für das Feld. Und dann macht es natürlich dann schon ein bisschen im Geldbeutel bemerkbar. Also ich empfehle euch, direkt mit Saatkartoffeln zu arbeiten und die aufzufüllen, wenn ihr das könnt. Und nicht mit Saatgut, das scheint teurer zu sein. So. Dann machen wir noch kurz hier diese eine Bahn. Man sieht es ein bisschen, wo man angesät hat, weil es etwas dunkler ist. Ich hoffe, das passt so. Er macht ein bisschen mehr. Okay. So, also wir sind jetzt im Mai. Ich werde jetzt dann nochmal ein bisschen vorspulen und die Felder komplett ansäen, weil es gibt ja nicht allzu viel zu tun. Wolle habe ich schon verkauft. Wie gesagt, das hat knapp 10.000, 11.000 gebracht. Die Umweltbewertung für die Felder, die gehen jetzt auch langsam hoch. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 3%, oder? Ja, wir sind bei 3%, weil natürlich hier zum Beispiel dieses Feld jetzt hier hochgegangen ist. Hier habe ich immer noch Schmerz, aber ich denke, wenn wir das jetzt düngen, dann wird da ja der Betrag oder der Wert hochgehen. Und auch dieses Feld ist ein bisschen hochgegangen und hier, sodass wir jetzt zumindest mal auf 3% sind. Also da tut sich was. Und ich denke, den Wert kriegen wir jetzt auch hoch. Ansonsten ist ja jetzt nicht Not. Wir haben ja im Prinzip alles, was wir brauchen an Geräten im Moment. Wir können Unkraut bekämpfen, wir können düngen, kalken, aussäen, wir können mähen. Ja, wir können auch wickeln, wir können dreschen. Wir haben eigentlich alles erstmal im Moment, was wir brauchen. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist die Maschine im Prinzip für die Ernte von den Kartoffeln. Aber die ist ja auch nicht besonders teuer. Die kostet, glaube ich, auch nur 12.000 oder 16.000. Also das heißt, von den Finanzen her stehen wir gut da. Wir haben also keinen Druck, jetzt irgendwie Geld zu machen oder zu müssen, ausgeben zu müssen. Das heißt, wir können also noch ein bisschen warten und wirklich dann verkaufen, wenn es notwendig ist. So, ach, interessant. Jetzt hat er doch tatsächlich hier den Ballen hier jetzt endlich weggebracht nach 5 Monaten. Ich glaube, den ganzen Winter war der Ballen hier. So. Schauen wir mal.
Nahrung 29, ja, ja. Weil wir haben nämlich hier den Ladewagen noch voll mit Gras und haben noch zwei große Ballen. Also Gras reicht uns lange, lange, lange. Wenn wir da hinten das Grasfeld nochmal mähen, denke ich, kriegen wir nochmal vier Ballen raus. Und das reicht uns auf jeden Fall für ein Jahr. Und dann können wir das Feld da hinten auf jeden Fall auch nochmal ansehen. So, gehen wir mal zum Fendt und beginnen mit dem Düngen. Oh, da lief die ganze Zeit der Motor. Naja, gut, das soll ja auch ein bisschen rundlaufen, ne? Und warm laufen. So, was haben wir da drin? Wir haben Dünger drin. Dann fahren wir mal an unserem Hochregal vorbei. Da ist ja auch Dünger mittlerweile eingeladen. Auch da habe ich auch gesehen, ja, beim letzten Mal hatte ich ja ein bisschen Schwierigkeiten und ich habe das dann doch ein bisschen verpeilt. Also es gibt natürlich schon Unterschiede. Wenn wir die Paletten hier quer reinfahren, dann kriegen wir mit Sicherheit die zwei Paletten nebeneinander. So. Okay. Machen wir noch eins, weil wir müssen jede Menge düngen. Ich denke, das passt dann soweit. Jupp, also der Fendt kämpft schon ganz schön mit seinen 140 PS. Da bin ich fast am Überlegen, ob wir dem nochmal ein bisschen mehr Motor gönnen. Kostet aber auch wieder 17.000. Und dann hat er auch gerade mal nur 10 PS mehr. So, wenn ich noch richtig weiß, müssen wir dieses Feld hier düngen. Okay. Und das sollte eigentlich kein Problem sein von der Fruchtzerstörung. Jo. Okay, dann raus damit. Genau, genau, genau. Das ist hier noch im roten Bereich. Und dann schauen wir mal. 44. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, ob hier der Wert noch hochgeht. 44. Jo. Also, wie gesagt, von der Aussicht her werden wir auf jeden Fall jetzt hier erstmal alles soweit ready machen. Und dann denke ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zur Ernte. Das wird es dann wohl sein. Schauen wir mal ganz kurz. Ja gut, 44 immer noch, hat sich noch nichts verändert. Aber dann lassen wir hier den Fendt mal seine Arbeit machen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn der Helfer eigentlich nicht die ganze Bahn wieder zurückfährt. Also wirklich, man muss schon sagen, das ist alles hier ein bisschen irritierend, was die Helfer angeht. Okay, ich schaue, dass das Ganze hier noch richtig zum Laufen kommt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und freue mich schon auf das nächste Mal wieder mit euch hier auf der Zielonka. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.